Tamás, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Habt ihr in der Halbzeit beim 11:16 noch daran geglaubt, dass ihr dieses Spiel noch drehen könnt? Erstmal vielen Dank. Wir wussten, dass wir eine sehr schlechte erste Halbzeit gespielt haben. Und dann haben wir uns geschworen, richtig nochmal zu kämpfen, als Meister zu spielen. Und glücklicherweise konnten wir das Spiel dann umbiegen. Was war aus seiner Sicht das Entscheidende in der zweiten Halbzeit? War es die Abwehrleistung? Ich glaube, wir haben unter 10 Gegentore in der zweiten Halbzeit bekommen. Oder die Torhüterleistung war den Zimmer oder haben wir einfach besser angegriffen? Was war es? Ja, ich glaube, erstmal das Kollektiv miteinander. Wir haben wirklich sehr, sehr gut Abwehr gespielt mit einem guten Martin Zimmer im Tor. Und das war dann ausschlaggebend. Du bist jetzt seit Samstag wieder dabei. Zwei Spiele mit Tamás Mocsajf, zwei Siege, vier Punkte. Gibt es was Schöneres oder können wir jetzt nur noch Siege mit dir im Trikot erwarten? Nein, nein. Ich bin schon sehr zufrieden jetzt. 14 Punkte, das wäre traumhaft. Aber klar hoffe ich, dass es so weitergeht. Wie verbringt ihr jetzt die nächsten Tage? Jetzt habt ihr, glaube ich, erstmal Ruhe, bis in 10 Tagen dann gegen Berlin geht. Ja, ich glaube, wir werden fleißig trainieren. Ich glaube, wir haben noch viel Steigerungspotenzial und das wollen wir ausnutzen.